Ich bin im Zug unterwegs und habe einen Kundentermin beim Harald. Das ist eine Firma Innendekoration am Fischmarkt. Heute geht es um Google SEO und ich habe für heute ihn eine Videopotenzialanalyse gemacht und wir checken mal seine Seite, wie er bei Google gerankt wird. Was macht er gut, was macht er weniger gut, was können wir verbessern und kommen wir mit. Hoi, Sally. Guten Morgen. Okay, also ich habe hier für dich etwas vorbereitet. Das ist mein Mitarbeiter, der Marc. Und er hat eigentlich deine Webseite mal analysiert. Ja. Er erklärt am Anfang etwas von deiner Webseite, wie viel im CMS sie aufgebaut ist. Mhm. Was ist technisch gut. Ja. Der tut dir eigentlich erklären, wie der Speed ist. Oder? Ob sie mobile optimiert ist, ob sie desktop tauglich ist, wie die Ladezeit etc. Dazu alles erklären. Nachher erklärt er eigentlich einen technischen Teil, was dahinter steckt. Und er tut nachher das Potenzial aufweisen, was der Nutzer aktuell in der Schweiz sucht zu dem Thema. Und hat drei verschiedene Suchwörter mal definiert. Mhm. Vielleicht sind nicht gerade die treffenden Keywords, die für dich relevant sind, aber er hat einfach mal so das Potenzial. Und die Datei kommst du nachher über, ich habe sie nachher gegeben, per Memory Stick kann sie rasch überbeamen. Ja. Und dann kannst du noch an einem späteren Zeitpunkt das nochmal anschauen. Ja. Potenzialanalyse ist einfach dazu da, um dir einfach mal so Licht ins Dunkel zu bringen und dich ein bisschen sensibilisieren, was möglich wäre. Ja. Und dann kannst du eigentlich selber entscheiden, wie es weitergeht. Ob wir dann da einen Schritt weiter würde gehen, zum Beispiel mit einer Keyword-Analyse. Jawohl. Oder mit einem SEO-Audit. Also das SEO-Audit ist eigentlich das Rezept dafür, dass du dem Webmaster oder der die Webseite programmiert hat, das zu verbessern. Okay. Oder du gibst mir das in Auftrag und wir tun das von A bis Z aufbereiten, dass es wirklich super funktioniert. Genau. Okay. Die Analyse geht innerhalb von einer Woche, ist das. Mhm. Also 3 Tage für Keyword-Analyse. Also Keyword-Analyse geht etwas länger, weil du musst noch Keywords bringen. Ja. Und das SEO-Audit ist eigentlich also innerhalb von, sagen wir, einer Woche hast du alles. Ja, der Termin ist gut gelaufen. Ich konnte mal aufzeigen, wie seine Seite überhaupt bei Google gefunden wird. Und das Video hat natürlich mega Eindruck gemacht beim Harald. Und Auftrag ist erteilt. Ich muss arbeiten. Und gehen wir arbeiten.